Hallo zusammen, ich bin Michael von Papershift und ich zeige euch heute die Verfügbarkeiten. Ihr kennt das sicherlich, das Thema Kommunikation mit Mitarbeitern ist ein Riesenthema bei der Dienstplanung. Ständig gibt es Änderungen bei den Verfügbarkeitszeiten der Mitarbeiter und man muss alles im Überblick behalten und ständig sehen, wer ist wann verfügbar. Wir haben uns bei Papershift dazu Gedanken gemacht und dafür die Verfügbarkeiten entwickelt. Die Verfügbarkeiten sind eine Möglichkeit für Mitarbeiter, ihre Verfügbarkeitszeiten dir mitzuteilen. Die können ganz einfach ihre Verfügbarkeitszeiten definieren und diese Zeiten stehen dir dann bei der Dienstplanung zur Verfügung. Genauso kannst du aber auch selber die Verfügbarkeitszeiten deiner Mitarbeiter anpassen. Wir gucken uns das Ganze einfach mal in deinem Mitarbeiter-Account an. Ich habe hier ein Beispiel vorbereitet. Es ist hier ein Standort, der heißt Verfügbarkeiten und Abwesenheiten. Ich habe hier ein paar Testmitarbeiter angelegt und hier zwei Bereiche mit jeweils zwei Schichten. Wir sehen jetzt hier unsere Mitarbeiter und wenn ich hier den Mitarbeiter links anklicke, beispielsweise den Mitarbeiter 1, dann sehe ich jetzt hier unter dem Datum die Verfügbarkeitszeiten dieses Mitarbeiters. In dem Fall steht der Mitarbeiter täglich von Montag bis Freitag von 9 bis 17 Uhr zur Verfügung. Wenn ich jetzt den Mitarbeiter 2 anklicke, dann sehe ich, dieser Mitarbeiter hat andere Verfügbarkeitszeiten. Dieser steht von 10 bis 18 Uhr und zwar an den Wochentagen Montag, Mittwoch und Freitag zur Verfügung. Diese Informationen haben wir nun, um unseren Dienstplan zu erstellen. Wie können wir das machen? Der Mitarbeiter ist hier bereits markiert und wir können nun den Mitarbeiter ganz einfach auf die Schicht belegen, wo er uns zur Verfügung steht. Das Ganze auch für den Mitarbeiter 1. Wir gucken uns nun das Ganze einfach mal aus Mitarbeitersicht an. Jetzt wissen wir, so haben wir die Mitarbeiter belegt. Jetzt gucken wir das mal auf der anderen Seite an. Ich gehe jetzt einfach mal hier links in der Navigation auf die Krawatte. Klicke jetzt hier oben auf Mitarbeiter einladen, kopiere mir diesen Link hier raus, öffne ein neues Inkognito-Fenster, kopiere diesen Link hier rein und registriere mich nun als Mitarbeiter 4. Ich gebe dem Mitarbeiter eine nette E-Mail-Adresse und ein nettes Passwort und nun bin ich als Mitarbeiter eingeloggt. Und hier links in der Navigation hat der Mitarbeiter den Navigationspunkt Verfügbarkeiten. Wenn ich hier auf die Verfügbarkeiten klicke, sehe ich einen leeren Kalender und in diesem Kalender kann der Mitarbeiter ganz frei seine Verfügbarkeiten festlegen. Ich markiere jetzt hier einfach Zeiträume und so definiere ich meine Verfügbarkeiten als Mitarbeiter. Wir gucken uns nun das Ganze wieder aus Admin-Sicht an. So, ich bin jetzt wieder als Administrator eingeloggt, gehe jetzt hier in meinen Kalender und klicke nun hier den Mitarbeiter 4 an. So, und wir sehen genau diese Verfügbarkeit, die der Mitarbeiter uns gerade mitgeteilt hat, nämlich Mittwoch und Donnerstag 5 bis 17 Uhr. Diese steht uns nun hier im Dienstplan zur Verfügung und wir wissen, okay, der Mitarbeiter ist bis 17 Uhr verfügbar, also teilen wir ihn in die Schicht 9 bis 17 Uhr am Donnerstag ein. So, das waren die Verfügbarkeiten mit Papershift. Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video etwas weiterhelfen und einen Einblick darin geben, welche Möglichkeiten es mit Papershift gibt. Wenn ihr Fragen habt, nutzt einfach unseren Chat rechts unten im Eck. Wir freuen uns, wenn wir helfen können. Vielen, vielen Dank, euer Michael. Ciao.